Hey Leute, willkommen zurück zu Shadow Complex. So, wo sind wir denn gerade? Wir sind hier und wir müssen dort rüber. Oh, guck mal hier. Komm ich da irgendwie... okay. Nein, komme ich nicht hin. Alles klar. Uäh, ein Aufzug. Habe ich mir doch gedacht. Kannst du mal? Danke. Ist hier noch was? Oh, guck mal, kann ich jetzt mit der Lore fahren? Das wäre ja fantastisch. Uäh. Einen auf Indie machen, ne? Soll ich noch ein bisschen ducken? Uäh. Ach, du Elend. Oh Gott. Ist das cool. Ah, da kann ich nicht ranspringen. Oh je. Das wird nicht gehen. Hab ich dich. Hab ich dich. Hey, das war cool. Echt, die Kiste nicht zu schießen? Nö, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wo müssen wir hin? Immer weiter durch die Tür. Ach stimmt ja, ich vergesse immer, dass ich nicht in den Hintergrund springen kann. Sehr lustig jedes Mal. Oha. Ah, ich verstehe. Der läuft hier durch und dann wird auch gleichzeitig im Boden diese Laserschranke deaktiviert. Und ich nehme an, das macht mir einfach nur Schaden, oder? Obwohl es ja immer ein bisschen, naja, seltsam ist, wenn sowas Schaden macht. Es ist nur Licht. Und Laserlicht... Es muss nun mal gebündelt werden. Letzte Systemchecks an der V5. Sag dem Commander, dass der Prototyp der Version 5 Rüstung in einer halben Stunde einsatzbereit ist. Feind lokalisiert! Oh. Nagel den fest! Feind gesichtet! Was? Stell ihn ruhig! Was? Wo ich da hinter den gelangen? Ruf Verstärkung! Alles klar, ich muss hinter die Jungs gelangen. Ach Mist. Nein. Ich kann da nicht hochspringen. Er kommt auf euch zu! Doch, kann ich. Oh ja. Versperrt ein Ausgang, ich nagel die. Ja, es macht mir Schaden, die ich gemutet habe. Oh Gott. Bleib oben, Mensch. Er ist hier! Nein, er ist nicht hier. Ihr täuscht euch. Er ist schon längst wieder weg. Blöde Laserschranken, Mensch. Okay. So geht's doch. Aber wieder ein bisschen Heilung wäre nett. Hier zum Beispiel. Kann ich das? Ich dachte, der Feuerlöscher leuchtet. Nope. Nope, nope, nope. Oh ja. Ein Anzug? Den Ding könnte ich 10 Klärs hier raustragen. Nicht autorisierter DNA-Kontakt. Sicherheitsverlagerungsprotokoll gestartet. Naja, mein besser als nichts. Was ist das? Ein Jetpack? Nee. Wer vielleicht. Ist das? Sein Gesicht stimmt mit keinem überein. An alle Mitglieder der bewaffneten Verteidigungseinheit. Findet ihn, bevor er mehr Schaden anrichtet. Oha, Sie haben das CLD-Schubpack erhalten. Na dann, kann ich jetzt wegspringen und nochmal springen. Ja. Nice, 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 nice. Das war jetzt aber kein Secret, oder? Und ich habe trotzdem den Anzug an. Hä? Na gut. Geil, jetzt kann ich ja an ganz neue Orte kommen hier. Guck mal. Claire, bist du da? Ja, Jason, geht's dir gut? Ich bin okay. Ich habe eine Rüstung entdeckt und dir so eine Art Jetpack entnommen. Komm mir damit hier raus. Ich glaube nicht. Nur kurze Strecken. Aber ich kann mich schneller bewegen. Hol diese Rüstung. Damit kommen
wir beide hier raus. Das war auch mein Plan. Ist das geil. Well, drücke sie Tab, um ihr nächstes Ziel zu sehen. Und wieder rauf. Nein, so. Komm. Alles klar, ich kann wohl nur einmal abspringen. Oh. Nee, das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Kommt wahrscheinlich später alles. Boah, was macht er denn? Kerle. Ist ein bisschen schwer zu kontrollieren, diese Sprungsteuerung manchmal. Mal sehen, ob ich noch ein bisschen mehr Rüstung bekomme auf Dauer. Na? Ja! Neues Granatenpack. Pack. Immer dieses Pack. Es öffnet mir jetzt ganz neue Möglichkeiten. Finde ich sehr cool. Boah. Aber trotzdem geht's hier nicht weiter. Nee. Da kann ich, glaube ich, versuchen, was ich will. Naja. Und tschüss. Schreien sollt ihr. Ja. Kann ich da noch hoch? Oh, wow. Ich komme hier wirklich hoch. Ja, und hier war nichts mehr. Oh Gott. Oh Gott. Dass man das nicht besser kontrollieren kann, diesen Fall, finde ich ein bisschen blöde. Hier geht's doch noch drunter. Ah, verdammt. Oh, Kacke. Hey, die kann ich doch wegschießen, die Bretter. Ah, ich kann sie wegschießen. Wie gut ist das denn? Aber ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man das so macht. Well. Oh, Menno. Oh. Ach man, komm jetzt schon. Okay. Ne, das geht nicht. Ich muss da irgendwie rüberkommen. Das funktioniert so doch nicht. Na egal, ich hol's mir später. Das ist wahrscheinlich eh nur ein Granaten-Upgrade. Oh je. Yeah. Ah. Na super. Oh, komm schon. Bin extra weggegangen. Nope. Das war hier nichts. Achso, vielleicht mal mit Anlauf. Okay, so klappt's. Nein. Nein, nein, nein. Okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Kann ich da drüben landen? Oder? Ah, okay. Geile Sache das. Guck mal, ich habe wieder ein Secret gefunden. Einfach mal so. Ja, yeah, noch ein Granatenpack. Nice. Nice, nice, nice. Und da geht es jetzt wahrscheinlich nicht mehr weiter.
Oh doch, da geht's weiter. Ist das geil. Ah, violett. Ah, natürlich trifft's mich. Nee, komme ich nicht durch, oder? Ich habe noch keinen violetten Zugangsschlüssel. Das dürfte nicht funktionieren. Doch, das funktioniert nicht. Okay. Alles für die Katz. Der ganze Weg hier hoch war... Nee, warte. Jetzt geht's wieder auf. Oder jetzt ist es zugegangen. Ja. Ich brauche erst die Freigabe. Dann kann ich mit dem violetten Dings hier... Na, geh da mal runter jetzt. Okay, dann gehe ich halt wieder ganz runter jetzt. Ich meine, was soll's. Wir müssen eh dem Strich hier folgen. Ja, lass doch los. Wow, 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 wow. Hier sind wir richtig. Da kann ich nur mit Rot durch. Und Rot ist der Tod. Hier wieder ein Secret vielleicht? Ah, na toll, hier ist wieder violett. Ich kann kein violettes Ding öffnen. Das finde ich echt doof. Ist immer sehr ärgerlich, wenn man das nicht machen kann. Okay. Hey! Wow, Level up. Was hochkomplex. Hochkomplex. Und hier ist sonst nichts mehr. Oh, das Pack ist schon gut, das Jetpack. Damit haben wir jetzt wieder wirklich, wirklich neue Möglichkeiten bekommen. Viele neue Möglichkeiten. Was? Du bist ein Arsch. Was? Ruger und nächstes Ziel, hä? Okay. Ich bin auf dem richtigen Weg. Nee. Wir ein bisschen Heilung hier? Jawohl. Keiner Gesicht. Schreien sollt ihr. Okay. Nein. Verdammt, ich muss da ganz hoch, aber wie mache ich das? Puh. Also ich muss auf jeden Fall den Wandsprung nutzen. Warum stoße ich da mit dem Kopf an, sag mal? Jetzt. Haha. Und die Karte. Na gut, immerhin etwas. Dachte, ich bekomme mehr. Und voll. Es ist so cool. Ihr habt keine Chance, ihr Penner. Wollt ihr's echt auf die harte Tour, ja? Ich find's halt, diese Fortbewegungsmethoden sind sehr geil. Ja, ist ja gut. Oh, und noch ein Granatenpack. Und da oben ist noch was. Ein Health Pack. Okay. Geile Sache. Dann greifen wir New York und San Francisco an. Das macht Sinn. Große Städte mit Regierungen, die sich uns anschließen werden wollen. Genau. Aber was ist mit dem Militär? Warum greifen wir nicht ein paar der größeren Flugplätze an? Es gibt einen gleich nebenan in Tacoma und noch einen in Wyoming. Wir müssen sie zuerst angreifen. Weil es hier nicht um Waffen und Muskeln geht. Es geht um Wahrnehmung. Wie die Leute uns sehen und über uns denken. Wir wollen nicht als die Bösen dastehen, sondern als die Befreier.
Ja, das mit den Waffen und Muskeln kommt erst nach der Übernahme. Könnte hässlich werden. Und aus diesem Grund bauen wir das Ungeheuer im See. Okay. Oh, hätte ich gesehen, dass ich hier falsch bin. Das sind Ungeheuer im See. Wow. Hubkonzert mal wieder draußen. Oh. Ich finde es ein bisschen schade, weil man sieht nicht sofort, was hier bekletterbar ist. Zum Beispiel dieser Lüftungsschacht da hinten, den kann ich... Oh, warte, den kann ich nicht erklettern. Da kann ich nicht rein. Aber das Rohr hier, warte mal. Das Rohr, das geht. Und da ist auch wieder ein Secret. Na? Oder... Ja, dann halt nicht. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen filmschig. Und hier gibt es wieder Granaten. 15 von 30 schon. Gut, dass ich nie Granaten benutze, ne? Kann ich den durch Droppen erledigen? Ja. Ich stehe unter Beschuss. Lustig. Da oben ist irgendwo noch ein Secret. Abmarsch! Und ein Panzerungsupgrade, 1 von 10. Wirklich. Erstmal, ich sowas kriege. Jawohl, sterben müsst ihr alle. Jetzt macht's mir noch viel mehr Spaß irgendwie hier, sich durch die Gänge zu bewegen. Hallo, das meinst du, das wird das Jahr der Cups? Damit die Cups gewinnen, müsste das ganze Land auseinanderfallen. Da oben war ich noch nicht, egal. Mal dann, wenn wir San Francisco befreit haben, befreien wir die Cups von Chicago. Sie werden es uns danken. Ja, das macht mal. Da freuen die sich hundertprozentig. Wenn ihr hauseigenes Baseball- oder Football-Team weg ist. Ja, ich habe sogar alles. Bin voll aufgefüllt. Wow. Wie tief geht's hier denn noch runter? Oh, Kacke. Das ist das Monster im Keller? Ach komm, nicht schon wieder. Ergib dich auf der Stelle! Ja, klar. Mal sehen, ob du schwimmen kannst. Heftig. Schnell weiter. Gold. Okay, 3 von 12. Oh, komm schon. Warte mal, du kannst doch bestimmt die Teile hier kaputt schießen, hä? Na gut, das ist wohl wirklich sehr punktgenau. Okay, das geht. Machst du sehr gut. Das funktioniert doch nicht so ganz. Komm nochmal. Kommt nicht mehr Wasser raus. Ja, das hat schon gepasst. Hoffe ich. Oh je. Oh, was? Oh nein! Oh.
Wie gesagt, ich werde hier nicht. Aber was jetzt? Ich glaube, wir haben es nicht. Daneben ist er jetzt. Alles klar, jetzt geht das. Ah, okay, das Vieh muss sich jetzt höher auf eine höhere Plattform begeben. Das. Bist du wieder eins höher, oder? Hier bin ich. Oh Mann. Ja, jetzt musst du aber fliehen, du denkst. Ich bin entsorgt. Wow, pop, pop. So, so schafft man das Krabbelvieh auch. Okay. Sehr cooles Ding. Das war mal ein Bosskampf der anderen Art. Finde ich sehr geil. Warum macht jemand so eine große Spinne? Na gut, die Frage sollte lauten, warum nicht? Oh nein. Ja, toll. Na toll. Ja, das werden wir euch. Immer dasselbe. Oh, Kacke. Mein Sauerstoff, der reicht bei weitem nicht. Geh erstmal oben lang. Das Spiel will auch von mir, dass ich oben lang gehe. Es ist richtig cool. Ich mag so Spiele einfach, die einen immer wieder so ein Stückchen weiterführen. Das ist zwar auch etwas, was man an die Hand führen nennt, aber... Bubu. Au. Eine Granate mit dem Hintern gedroppt. So, dann gehst du mal runter. Ich geh erst mal schauen. Da ist das Wasser. Ah, okay. Hier hätte ich auch rein schwimmen können, warum auch immer. Ja, Alternativroute. Sowas, genau sowas mag ich auch. Habt ihr nicht gedacht, ne? Ja. Sowas mag ich nicht. Oha, die Granaten, die sind manchmal doch recht hilfreich. Manchmal auch wieder nicht so, ne? Habe ich jetzt eine Atemmaske? Oh ja, mein Helm. Zeit zu tauchen. Sie haben die Ska-Maske erhalten. Ska. Für weitere Informationen Tab drücken. Dies ist ein eigenständiger Hydrokonversionsapparat, der Taucher unter Wasser mit Sauerstoff versorgt. Dieses kleine, abgeschlossene Atemgerät kann H2O aufspalten und den reinen Sauerstoff direkt aus dem Wasser extrahieren. Die Maske ist bis zu einer Tiefe von 100 Metern einsetzbar. Alles klaro, das ist aber ein bisschen komisch, denn reiner Sauerstoff macht High. Also das ist ja immer so ein Stickstoffgemisch mit Kohlendioxid, so ein bisschen auch. Naja, ich würde sagen, reiner Sauerstoff nicht gut. Schlüsselkartenkomponente. Ah! Das heißt, kann ich mich jetzt endlich hier ein bisschen weiter bewegen im Komplex, oder? Ah, richtig gut. Jetzt habe ich halt echt immer mehr Möglichkeiten. Nächste Quest haben wir nicht. Aber nee.
What? Tab. Oh Mann, jetzt muss ich ja. Wow! Ach so, naja, muss ich halt ein ganzes Stück laufen jetzt. Los, los, los! Schreien sollt ihr. Gespeichert. Alles klar, Leute, ich mache hier schon mal Schluss. Es ist cool und wird auch weiterhin cooler, denke ich. Schaltet wieder ein zu Shadow Complex. Bis dann.